Wer durch dieses Tor fährt, der fährt noch einige Kilometer mehr. Das ist jedenfalls angedacht, denn auch 2012 heißt es wieder für eine kleine Gruppe Oldtimer-Fans mit dem Auto nach Shanghai, 15.000 Kilometer weit. Ein abenteuerliches Ziel. Denn mal eben nach China mit dem Auto ist nicht in 2 Tagen vollbracht. Wieder mit dabei, Sven Jörg Sobolewski. Der Motorsportbegeisterte aus Drochtersen ist nicht nur Selbstfahrer, sondern auch Organisator der zugegeben nicht ganz normalen Rallye. Er macht das Unmögliche möglich. Ich habe eine unglaubliche Beziehung seit meiner frühesten Kindheit zu Autos und zu Motorrädern. Und mein Vater, der hat mir einen Globus geschenkt, mal, wie ich klein war, weil er Kapitän war und ich immer sehen wollte, wo er ist. Und auf diesem Globus konnte ich feststellen, dass es eine sehr, sehr lange Strecke ist, bis nach China zu fahren. Und das habe ich immer auf dem Teppich meiner Eltern gespielt, mit meinen Sico-Autos. Und da habe ich mein ganzes Geld gespart, habe mit meiner Familie drüber geredet, bin dann im letzten Jahr einfach da mal hingefahren. Die Teilnehmer der diesjährigen Rallye setzen sich bunt zusammen. Rentner, Vorstände, sogar Schlossbesitzer. 13.000 Euro kostet die Teilnahme pro Kopf, doch das ist nebensächlich. Oberste Devise, wenn man sich in Hamburg auf den Weg macht, ankommen, ganz egal wann. Einen Gewinner gibt es nicht. Es geht um das Ziel und nicht um die Zeit. Die Oldtimer-Freunde haben neben einem Haufen Mut viel Vorfreude auf die Etappen und unterschiedliche Erwartungen. Ich denke, dass ich in Situationen kommen werde, von denen ich vorher nicht wusste, dass es sie so gibt. Und ich möchte mich einfach überraschen lassen. Ich möchte das Ganze locker sehen, keine Erwartungen. Also abwechslungsreiche Landschaften, tolle Kameradschaften und Abenteuer. Ja, auf die Wüstenetappe und auf die Gebirgsfahrt. Eigentlich habe ich überhaupt keine Erwartungshaltung. Im Moment will ich mich einfach überraschen lassen. Ja, ja, natürlich die Bergpässe in Kirgisistan und China, das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller und da freue ich mich drauf und wir sehen uns ja wieder und dann berichte ich dir. Start ist standesgemäß im Yu-Yuan-Teehaus. Bevor die Reise beginnt, hat Sven-Jörg Sobolewski sich natürlich, genau wie die anderen Teilnehmer, bestens auf den Trip vorbereitet. Ja, total. Wir haben das ganze Auto umgebaut, höher gelegt, alles gemacht. Also ich denke schon, dass wir alles getan haben, damit wir den Teilnehmern helfen und nicht immer unbedingt uns. Alles ist vorbereitet. Sven-Jörg Sobolewski macht sich auf die Reise. Am 10. Oktober sollen die Teilnehmer in Shanghai ankommen. Und natürlich wird Heimat Live auch darüber berichten. Mehr.